The Forest. Hallo ihr Lieben, ihr wundert euch vielleicht, wieso hier überdacht ist. Ich habe offscreen ein bisschen, ja, diese vermurkste Hütte hier, habe ich alle Wände nochmal gezogen und dann echt ein Dach drüber. Ich glaube allerdings, dass diese Runde hier nicht mehr allzu lange andauert, weil das Spiel immer und immer und immer mehr instabil wird. Also äußert sich so, dass hier eigentlich permanent ein Trupp Wilder rumrennt. Oder zwei oder drei. So allmählich haben sie es echt auf uns abgesehen. Ja, ich baue das hier jetzt noch fertig und dann würde ich sagen, schauen wir zu, dass wir mit dieser Runde hier zu einem Ende kommen. Was bedeutet, wir gehen in die Höhlen und versuchen, den Sohn zu befreien. Oder zu finden, oder wie auch immer. Und ja, nee, ich fäll mal ein paar Bäume und dann zeige ich euch, was ich hier aus der Hütte so gebastelt habe. Wo ich auch jetzt auch im Nachhinein wirklich unzufrieden bin mit der Hütte und habe mir jetzt schon wirklich einen Plan zurechtgelegt, wie unser nächstes Haus aufgezogen wird. Und ja, da freue ich mich ehrlich gesagt schon richtig drauf, unser neues Häuschen zu bauen. Wie gesagt, also die Wilden, die drehen eigentlich jetzt hier permanent total am Rad. Belagern uns hier echt übelst. Ich weiß jetzt nicht, ob es daran liegt, dass ich jetzt dieses Spiel schon weiß ich, wie viele Stunden existiert und ich noch nicht einmal gestorben bin. Also das Extra Life haben wir auch noch immer noch und sagt, vielleicht wäre es danach wieder etwas besser. Aber naja, schauen wir mal. Also wenn wir in die Höhle gegangen sind, dann werden wir ja sehen, ob das Ganze danach wieder etwas stabiler läuft. Ne? Also wie gesagt, also das Spiel dreht so extrem durch, dass es mir auch mittlerweile ordentlich leckt. Und ja. Ach, der Magen ist auch wieder leer. So, dann war das nicht. Dann machen wir hier den Anbau dann fertig. Und danach zeige ich euch, wie ich mir das gedacht habe. Eigentlich fast experimentell. Es soll ein abgeschlossener, abgetrennter Raum sein, der über eine Dachluke erreichbar ist. Mal schauen, ob es funktioniert. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass man wirklich sich das ganze Konzept auf Anhieb bauen muss, also das Hausbaukonzept, das man sich so erdacht hat, muss man wirklich komplett auf einen Schlag planen und setzen. Ja, darfst du keinen Fehler machen, ne? Ah, trotz allem, ich bin wirklich stolz eigentlich, wie die Runde hier gelaufen ist. Also das nächste Mal, das so viel kann ich versprechen, werden wir nicht am Strande verweilen. Aber wenn das hier wirklich eine geniale Ecke ist, ne? Also mit den Fischen und dann die Koffer, die dann immer mal wieder auftauchen. Da lässt sich's schon leben. Aber nee, das nächste Mal werden wir den Namen dieses Spiels dann auch ehren. Und werden uns in den Wald begeben. Werden, weiß nicht, ob wir mitten im Wald bauen. Oder ob wir uns da eine schöne Lichtung suchen. Das sehen wir dann. Oh Mann, meine Energy ist nicht mehr existent.
Ja, der hat nicht lange gedauert. So, jetzt werden wir wahrscheinlich die nächsten 5 bis 10 Minuten hier ordentlich belagert werden. Komm, da oben muss noch ein Stämmchen liegen. Will ich jetzt noch schnell haben. Ich frage mich im Übrigen, warum ich es hier etwas heller gemacht habe. Ich sehe de facto gar nichts. Ja, komm. Jetzt hier gleich morgen. Dann essen wir jetzt schnell was. Da wächst auch noch nicht wirklich was. So, dann. Machen wir uns was Leckeres. Oh Gott, habe ich auch noch was anderes da. Ja, Fijini. Dann zeige ich euch das Haus. Also jetzt quasi jetzt aus dem Fehlbau hier, weil ich halt nur am Anfang nur diese Grundwände gezogen habe. Also versuchen nur das Beste halt so rauszuholen jetzt, ne? So, also kommen wir aufs Dach. Wovon sich hier die Eingeborenen auch schön, ja, da kommen sie schon. Na, wo hänge ich jetzt? So. Jo, und dann soll es da runter gehen und wenn die Treppe jetzt stehen würde, eventuell auch wieder hoch. Und ab. Kann ich weitermachen? Gut. Also, dann werde ich lang rum. Hab die Hände. Ja. Mach die Aline. Den Preis zahle ich. So, sind sie wieder zu 5, 6? Eine, zwei, drei und da hinten steht auch noch eins. Oh, probieren wir noch mal unsere Treppe aus jetzt. So, und hier habe ich das schöne überdachte Zweitlager gebaut, von allen Seiten abgeriegelt. Damit sie uns mal können. Also so ein Panic Room würde ich gern
in anderes Haus auch wieder einbauen wollen. So, jetzt ist natürlich die Frage, kommen wir hier hoch? Ja, das klappt. Ich hätte jetzt ja schon... Lust, da mal einem von den Brüdern mal so richtig die Fresse zu verhauen. So, wo ist er? Na toll, jetzt hat er Fersen gesehen. Da will ich mal prügeln. Ich hätte die ganze Zeit eher so die Hide-and-Seek-Methode bevorzugt. So, das ist so. Das Ganze hat jetzt in etwa 100 Stämme gebraucht. Weil, wie gesagt, alle Mauern, die vorher standen, alle Wände, die sind jetzt doppelt vorhanden. Sonst hätte das nicht funktioniert, dass ich da noch irgendwie einen Deckel drauf bekommen hätte. So, was machen die Vorräte? Wir haben zwei Bomben. Das ist 7 Snacks. Dann gucken wir, dass wir noch ein paar Getränke bekommen. Und dann nochmal die Fischreserven auffüllen. Und dann geht's nach die Höhlen, ne? Gerade und hätte es hinter mir gescheppert. Ja, wo sind sie denn? Da. Hier ist schon wieder Schwimmen angesagt. Na, ich werde jetzt hier noch ein paar Fische erwischen hier. Also, den müsst ihr eigentlich voll getroffen haben gerade. Also ich weiß jetzt nicht, ob das an den... denn an dem an den Fischen liegt, dass man da echt nur sehr kurz satt bleibt von. Oder ob das wirklich geendet wurde. Ich meine, am Anfang hat der Magen halt da wirklich ewig gehalten. Aber ja, jetzt ist schon recht wenig, muss ich sagen. Kurz, besser gesagt. Echt kurz. Hä? Ey, ich habe mich überhaupt nicht bewegt, ne? So. Fischi, Fischi, Fischis. So, den hätten wir. Da ist ein Seestern.
Dann nehmen wir den noch. Da sind doch die Arschlöcher schon wieder. Soll ich gehen? So, können wir noch einen Fisch mitnehmen? Ich glaube ja. Na gut, aber ich wollte jetzt hier keine Angelfolge machen, sondern zielstrebig die Höhlenexkursion vorbereiten. Mit Schnipsli, Schnipsli. So, machen wir nochmal in die Köpfe. So, ein Schnaps geht noch. So, 7 Riegel, 7 Schnaps. Einer Taps. Da haben wir doch alles. Was? Ja, Stöcke haben wir auch. Okidok. Da bin ich breit, drum geh ich in die Höhle rein. Ich bin so breit. Da da da, da na 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 na. Jetzt gehen wir in die Höhle rein, Höhle rein. Bin so breit. Da ist er ja. Bisschen Schiss habe ich ja jetzt schon.